Wir haben heute mal Folgendes geübt. Also, wie kann man Dezimalzahlen, also Kommazahlen, so miteinander multiplizieren und das auf zweierlei Arten machen? Erste Regel ist einfach. Ich sage einfach, ich lasse mal alle Komma und Null und den ganzen Kram weg und sage 1 mal 2 ist 2. Schreibe aber die 2 ein Stück nach hinten, weil es könnten noch Kommastellen kommen. Und jetzt zähle ich die Kommastellen, die bei der Multiplikation entstehen. 1 und noch eine. Eine habe ich schon, noch eine dazu, zack, 0,02. Die andere Art, die wir heute geübt haben, ist, wir wandeln um das in ein Zehntel. Ein Zehntel, ne? Eine Kommastelle kann nur eine Null haben bei der 1, entweder Hundertstel, Zehntel oder so weiter. Ich gucke einfach bloß nach der Kommastelle und dann sage ich, das sind zwei Zehntel. Und das wollte ich ja miteinander mal nehmen. 1 mal 2 ist 2 und unten 10 mal 10 ist 100. Und jetzt kann ich nochmal überprüfen und kann sagen, jawohl, zwei Nullen. Aha, zwei Kommastellen, passt, ne? Zwei Hundertstel und so weiter und so fort. Ich habe einen Vorschlag. Ich mache jetzt mal Pause. Wenn ihr das zu Hause üben wollt, übt die Aufgaben selber und wir vergleichen hinterher die Ergebnisse. Ich drücke jetzt die Pause-Taste, ihr drückt zu Hause auch die Pause-Taste und dann gucken wir. Na, habt das auch so? Das ist gar nicht so schwer. Also kann man so machen. Vergleicht das einfach. Wenn nicht, dann habe ich mich verzählt oder ihr habt euch verzählt. Ich glaube aber, in diesem Fall habe ich nachgerechnet, müsste klappen. Man kann ja nachrechnen. Man kann ja sagen, zum Beispiel, hier sind drei Kommastellen und eine 16, also 4 mal 4 ist 16, sowas sollte man können. Nebenbei, wie man das 1x1 gut übt, kann man hier auch nochmal nachschauen. Da habe ich einen Link dann zu angefügt. Und zum Schluss werde ich den Link vielleicht auch nochmal anfügen, wie man überhaupt Dezimalzahlen multipliziert und so weiter. Muss ich mal gucken. Mal sehen. Und dann sagt man einfach, okay, 16 steht hier oben drauf. 1, 2, 3 Nullen. Ach so, 1, 2, 3 Kommastellen. Also, da kann man sich gut überprüfen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann. Wir schreiben über sowas dann auch einen Test, ne? Ihr wisst ja. Bis dann. Tschüss, tschüss.